Ja, mal sehen, was dann am nächsten Tag passiert. Ich meine, so spannend ist es jetzt momentan nicht. Moment, das tue ich gerade mal in die Wäsche. Genau. Ach ja, und falls ihr es vielleicht schon bereits gemerkt habt, die Folgen, also ich nehme eine Gesamtaufnahme auf und schneide das immer in Parts. Das heißt, nicht wundern, wenn ich dann bei einer Folge, wenn die auf einmal beginnt und ich mich nicht begrüße, weil ich ja nicht weiß, wo ich es jetzt genau schneiden oder schneiden werde. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt nicht sage, ja, hallo und herzlich willkommen zurück oder so, sondern ich nehme das immer eine große Aufnahme und mache das halt eben in Parts. Weil das haben sich damals ein paar gefragt, warum ich nicht begrüße. Ja, das liegt daran, dass das eigentlich eine Gesamtaufnahme ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt so 2 oder 3 Stunden aufnehme, dann ist das natürlich schwer. Huch. Ach, guckt mal, da ist der Mond. Und es wird aber bereits schon wieder Tag. Der Mond geht also da hinten unter und wir haben schon ein bisschen eine Sichel. Ist ja interessant. Und hier müsste, glaube ich. Ach, ein Heißluftballon. Cool. Wir haben, glaube ich, Nebel oder so. Leichter Nebel. So, die Fahrtgemeinschaft kommt mal wieder in einer Stunde. Chris steht auf. Ich würde mal sagen, oh. Bett machen. Dann auf die Toilette gehen. Hände waschen. Hunger hat er jetzt eigentlich diesmal nicht so. Dann wird er Zähne putzen. Und was kann man hier am Spiegel machen? Reden, üben, aufbrezeln. Das kann auch nicht schaden eigentlich bei der Arbeit, ne? Weil bei der Arbeit geht es meistens immer ums Äußere und um die Performance, ist ja klar. Ach ja, und umziehen, aber ich habe jetzt gemerkt, dass die Sims sich ja generell automatisch umziehen, wenn das Auto kommt. So, lu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 l. Ich putze mir die Zähne, ja, die müssen nämlich ganz sauber sein. Ja. Schruppe, Schruppe, es sieht irgendwie aus, als wie wenn er die Tollwut hätte. Tollwut. Huch. Tollwut. Okay. Dann ab zur Arbeit. Eigentlich muss ich mir eigentlich gar nicht mehr begleiten, ne? Wir haben das einmal gemacht, das reicht, glaube ich, schon. Ach, aufbrezeln ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Na, schade. Was will er denn eigentlich? Ein Objekt kaufen, Knallkörpern. Ja, nee, später. So, Philipp, ein Objekt kaufen, Renntrainingspfosten. Ah, Ma, Mami da! Er ist sehr hungrig, er isst ausnahmsweise Hot Dogs, die machen richtig satt. Also eine große, ordentliche Portion. Oh, sehr hungrig. Nagender Hunger ist kein schönes Gefühl. Besorgt deinen Sims regelmäßig etwas zu essen, damit ihr Magen nicht knurrt. Ja, ein knurrender Magen, wir wissen es alle, ist wirklich sehr unangenehm. So, mesdames, so. Also wenn die Sims so klatschen, dann heißt das eigentlich, dass es ihr Lieblingsessen ist. Das sieht man ja auch an. Lieblingsessen Hot Dogs. Ach, okay, cool, wegen dem Buch. Das Buch war gar nicht so übel, obwohl es dich ständig daran erinnert hat, welche unwichtigen Tätigkeiten du hier Tag für Tag verrichtest. doch dafür hat dich dein Chef jetzt ins Herz geschlossen. Oh. Und deine Jobleistung ist auch in die Höhe geschnellt. Geil. Schließlich möchtest du diese niedere Position ja nicht ewig behalten. Stimmt. Wird er dann jetzt nachher bald befördert schon? Leistungsanzeige. Ah, die Leistungsanzeige ist eine Kombination aus der Laune deines Sims und anderen ständig wechselnden Faktoren. Hier kannst du ablesen, wie nah dein Sim seiner nächsten Beförderung ist. Ach, interessant. So, aufräumen. Der wollte gleich wieder zu Spirit. Erstmal aufräumen. Chris Brook hat Veronica schwer auf der Arbeit kennengelernt. Ach, war das nicht diese Veronica aus der Bibliothek? Das kann vielleicht sein. So. Outfit wechseln, Alltag.
Ja, und er ist natürlich noch arbeitslos. Du bist momentan arbeitslos. Wenn du einen Job haben möchtest, suche in der Zeitung oder im Computer nach freien Stellen oder bewirb dich direkt am potenziellen Arbeitsplatz. So, Bett machen, das macht man natürlich. Ja, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, Leute. Ihr habt jetzt genügend Zeit, ein paar Tage. Ich habe jetzt für ein paar Tage voraus aufgenommen. Und wenn bis dahin noch an nichts kommt, was er halt eben gerne haben, werden möchte. Ich meine, ich kann vielleicht kurz die ganzen Jobs durchgehen. Also, Jobs sind immer meistens da, wo die roten Blasen sind. Also, er könnte die Gastronomiekarriere starten, also Koch werden. Also, ne, das ist ja eigentlich eher mein Kaffeehaus oder der McDonald's oder so, keine Ahnung. Dann könnte er, was könnte er denn sonst noch alles machen? Er könnte im Kino arbeiten als Musikkarriere. Dann könnte er hier beim Rathaus, er könnte die Politikkarriere starten. Dann könnte er Rettungsschwimmerkarriere starten. Was gibt's noch? Architekturkarriere starten. Militärkarriere starten. Es gibt ja so vieles. Oder er könnte Gesetzeshüter, also Polizist werden oder Ermittlerkarriere. Dann gäbe es noch so Teilzeitjobs, zum Beispiel im Wellnesscenter. Wellness-Spezialist oder Rezeptionist. Oder hier einen Teilzeitjob annehmen in der Buchhandlung. Hospital-Medizinkarriere. Wissenschaftliches Labor, Wissenschaftskarriere, Geisterjägerkarriere. Und ja, boah, das gibt ja so viel. Aber damit ihr einfach mal Bescheid wisst. Imbiss, ja, wie gesagt, kochen. Im Lebensmittelladen könnt ihr einen Teilzeitjob annehmen. Journalismuskarriere oder auch in der Wirtschaft. Er könnte Lehrer werden, das wäre eigentlich auch lustig. Bildungskarriere. Stadion-Profisportler? Naja, ich weiß nicht, so Profi, ja. Naja, wie gesagt, ihr könnt ja entscheiden. Profisportler oder sogar die Verbrecherkarriere, aber nee. Also bitte, Verbrecher macht man nicht und Wirtschaft auch nicht, weil der Chris ist ja schon in der Wirtschaft ein Verbrecher. Nee, komm, wir wollen Philipp nicht zu einem Kriminellen machen. Aber ja, jetzt bin ich einfach alles durchgegangen. Falls ihr es nicht gecheckt habt oder falls ich zu schnell war, einfach wieder zurückspulen. Und einfach mal durchschauen. Das sind halt eben diese ganzen Jobs, die hier in der Stadt möglich sind. Und ja, wie gesagt, da bin ich immer sehr gespannt auf eure Antworten. Und dann werde ich halt eben entscheiden, oder je nach Mehrheit, wie auch immer, was er für eine Karriere dann einschlagen wird. Bin ich schon sehr gespannt auf eure Kommentare. In einer belebten Innenstadt beherbergen große Gebäude gleich mehrere Einrichtungen. Kombinierte Einrichtungen. Ah, okay, ja, das ist das hier. Okay. Haben wir ja schon gemerkt. So, Philipp ist hier. Und, ach ja, ich habe ganz vergessen, für den Chris ja einen Wecker zu stellen, eigentlich. Wecker stellen für Chris Brook. Okay, er ist ein, okay. Philipp braucht ja noch keinen Wecker, eigentlich. Okay, so. Und das war jetzt dann kurz meine Beschreibung für die, sozusagen Jobauswahl. Moment, ich mache noch einen Thumbnail. Kann man hier eigentlich auch in die Kartenansicht gehen? Ach ja, cool. Tatsächlich. Aber ich mache das ausnahmsweise mal so. So. Ne, Jobauswahl sozusagen. Wie gesagt, könnt ihr selbst entscheiden. Bin ich schon sehr gespannt. Okay, Wünsche. Was will denn der Philipp? Eine Wasserbombenschlacht veranstalten. Pferd adoptieren. Nee, es gibt nur den einzig wahren Spirit. Vielleicht eines Tages, wenn ihr noch ein anderes Pferd dazu haben wollt, können wir das natürlich gerne machen. Fähigkeit soziale Netzwerke lernen. Wasserbombenschlacht wäre natürlich lustiger irgendwie. Ach komm, mach mal die Wasserbombenschlacht. Okay, so, dann geht er mal duschen, das könnt ihr mal machen. Ich meine, so schmutzig ist er noch nicht, aber es schadet ja nie. Dann kann er hier mal ein bisschen säubern, das sehe ich schon, ist schmutzig. Da, die Toilette säubern. Gibt einiges zu machen hier im Haushalt. So, Spirit geht's auch gut, ja.
Hauptsache, Pferde können nicht durch Türen gehen, aber die Türen gehen natürlich automatisch auf. Naja. Ich sag nichts dazu. Es ist ja Sims. Ach, und der Zeitungsjunge war da. Wie heißt du denn? Checker, der Checker. Der Checker checkt die Zeitungen, ne, ab. Oh Gott, der war voll schlecht, Entschuldigung. Wie-ha-ha. Kann man das hier eigentlich. Nee, da kann man nichts machen. Keine Interaktion verfügbar, okay. War da schon ein bisschen Heu gefressen? Nicht, dass es sonst noch ein bisschen zu dick wird. Und irgendwie mager sogar Philipp sein Auto. Und er. Geht er jetzt wirklich rückwärts? Kein Pferd auf der Welt geht doch rückwärts, oder? Wie geil sieht das denn gerade bitte aus? Was? Was? Leute, ich glaube, wir haben hier irgendeinen Fehler oder so. Ach, er ist trotzdem süß. Spirit hat eine spezielle Fähigkeit. Er kann sogar rückwärts gehen. Na, ja, gut zu wissen. Wiehaha. Robay? Oh! Ach, Philipp, wann wirst du jemals lernen, auf der richtigen Seite aufzusteigen? Das erfordert noch ein bisschen Übung. So, ach, die Aufnahme? Oh, kann es vielleicht sein, dass ich jetzt ausnahmsweise keine Viertelstunde, sondern eine halbe Stunde jetzt an dieser Folge schon aufgenommen habe? Ich weiß es nicht gerade. Naja, auf jeden Fall, ja. Also ich werde jetzt noch eine Viertelstunde aufnehmen oder so und dann. Ja. Weil ich muss nämlich auch noch Battlefield 1 Let's Playen und Game of Thrones würde ich auch noch weiter aufnehmen. Deswegen. Was wird das denn? Ach so, ja, natürlich. So.